Auf dem Weg durch die Wüste bemerkten wir ein Auto, das der Aurora folgte. Der Oberst gab den Befehl anzuhalten und schickte mich und Damir los, um die Gegend zu erkunden. Auf meinem Weg zum Ziel musste ich mich in den Ruinen eines Restaurants vor einem Sandsturm verstecken. Dort wurde ich aber von einem der einheimischen Banditen angegriffen. Im folgenden Kampf musste ich ihn niederschlagen. Der arme Kerl wird ganz schöne Kopfschmerzen haben, sobald er aufwacht. Ich nahm mir auch seinen Wagen. Daher können wir keine freundliche Begrüßung von seinen Kumpanen erwarten, wer auch immer das ist. Mein nächstes Ziel ist ein Leuchtturm in der Wüste. Damir hat in der Nähe ein paar Antennen gesichtet. Ich hoffe, dass sich dort die Kommunikationszentrale für die Satelliten mit den Karten, die wir suchen, befindet. Damit begrüße ich euch herzlich zu einer weiteren Folge von Metro Exodus. Wir sind gerade in der Kaspischen Wüste, wie Artyom uns schon so schön vorgelesen hat. Und nein, wir werden nicht direkt zum Leuchtturm gehen, wir werden erst die komplette Karte abfahren. Das dauert also ein bisschen. So, wieso ist die Maus so langsam? Schon besser. Nichts, Nastja. Leider gar nichts. Du hättest früher fragen sollen. Jetzt habe ich mein Wasser schon Onkel Stjopa gegeben. Ach genau, wir haben noch immer. Ist er denn so krank? Wir haben immer noch das Wasserproblem. Da muss ich wohl. Wie geht's dir, Jascha? Wie wäre es mit deinem kleinen Päuschen im Schatten? Nein, ich habe heute Dienst. Deine Aussprache zu verbessern ist Zeitvergeudung. Außer an mir kannst du das an niemandem ausprobieren. Was meinst du mit niemandem? Ich mach mich mal direkt auf den Weg. Halt, kann ich da rein und Munition wieder basteln? Nein, kann ich nicht. Na toll. Da ist mein Auto. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt überhaupt hin müssen. Da hinten sollen wir hin. Vor uns ist noch was. Oh, hier gibt es eine ganze Menge, was wir noch erkunden müssten. Ich schlage fast vor, dass wir die Straße zurück bis zum Restaurant nehmen und dann Richtung Ziel fahren. Dieser Lenker in diesem Auto, ne? Habe ich überhaupt genug Munition dafür? Dürfte mehr sein, kommen aber mit hin. Huch. Da musste er kurz nachladen. Hier laufen bestimmt wieder diese komisch grauen Tiermenschen rum. Diese sandbraunen Viecher. Die gehen mir jetzt schon auf den Sack. So, hier rechts jetzt. Oh, ich bin hier einmal in den Kreis gefahren. Haha. Falls ihr es im Übrigen nicht wisst, diese, was hier jetzt die Kaspische Wüste ist, war eigentlich mal das Kaspische Meer. Jetzt dachte ich, hier laufen Gegner rum. Diese Dinger klangen jetzt so. Hier ist nichts drin. Oh, Chemikalien. Schön, schön, schön. Da unten auch nichts, was wir gebrauchen können.
Was ist das? Nur ein Steinhaufen. Es juckt. So. Das war ich nicht. Hat keiner gesehen. Wenn es keiner gesehen hat, weiß auch nicht. Ganz einfach. Da vorne sind noch ein paar Boote, die wir abgrasen können. Gott sei Dank rennen die wieder in die andere Richtung. Ich habe keine Lust, mich jetzt mit Nosalis oder Telepathen anzulegen. Vor allen Dingen würde ich meine Muni lieber für Gegner sparen, an die wir sowieso nicht vorbeikommen. Da komme ich nicht rein. So. Wo ist der Gargoyle? Da ist der Gargoyle. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Könnte schwierig werden, das Boot da unten abzusuchen, wenn da die Nosalis drin sind. Ja, kannst du jetzt mal weggehen? Gut, der fliegt weg. Schön. Ich bezweifle, dass wir in den Booten was finden, aber ich gucke einfach mal. Die Möglichkeit besteht... Was war das? Nichts. Was? Wo? Nichts. Jetzt habe ich Äste im Gesicht. Wieso habe ich jetzt Äste im Gesicht? Hier scheint tatsächlich nichts in den Schiffen zu sein. Schade. Was ist das denn? Ach, das ist so ein Gargoyle-Nest. Nice. Das ist mir nie aufge... Was? Oh, Schlange. Das ist mir nie aufgefallen. Wahrscheinlich absolut Zeitverschwendung hier drin nachzugucken, aber... Wer weiß. Hier ist tatsächlich nichts. Oh. Ja, das war ich nicht. Die gehen nicht kaputt. Hier ist nichts. Es ist schade, dass man hier nichts findet, aber klar, irgendwer wird es schon geplündert haben. Wieso komme ich da nicht rein? Na, jetzt. Oh Gott. Du Drecksvieh. Hab ich mich jetzt erschrocken.
Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Dann gleich noch zwei davon. Ich glaube, ich spinne. Da kann ich durchkriechen. Da nicht, da auch nicht. Und jetzt kommt noch ein dritter oder was? Jetzt bin ich darauf vorbereitet. Zweimal erschrecke ich mich, aber kein drittes Mal. Kein dritter? Gott sei Dank. Aber Ausrüstung, die wir gut gebrauchen können. Lampe. Will ich aber noch mal da oben hin. Oh. Die liegt ja auch gut versteckt. Ah, nun gut, nun gut, nun gut, nun gut. Waren wir gerade drin? Schauen wir noch mal schnell. Benzin. So. Kameramodus. Ah, so. Jede Menge Öl hier. Schon wieder so ein oller Gargoyle. Hallo, geh runter von meinem Auto. Oh, wo fahre ich denn lang? Ja, ich glaube, bis wir an unserem Ziel angekommen sind, dauert das sogar ein bisschen länger. Hier sind so viele alte Boote, die man durchsuchen kann. Ist ja schrecklich. Mal ganz kurz gucken, was haben wir da? Irgendwas, wo wir hin können. Die Frage ist nur, sind hier wieder diese Sandviecher oder... Was war das denn jetzt? Oder haben wir hier jetzt Banditen als Gegner? Da ist ein Pfeil nach rechts.
Das hier scheint ein Banditenversteck zu sein, aber hier ist keiner. Kein Wunder, die Sandviecher sind wieder hier. Also ist hier schon alles tot. Ernsthaft. Irgendwas rennt hier draußen rum. Irgendwas rammt mich hier draußen rum. Okay, es wird Zeit, die Waffen sauber zu machen. Wenn ich jetzt Ladehemmung habe, ist das nicht gut. Kann ich das hier? Ja, kann ich. Oh, Nase juckt. Waffen. F, nicht R. Die ist sauber. Die ist auch sauber. Dann mal ein bisschen Heilung herstellen. Munition. Oh. Wunderprächtig, ich kann schon keine Munition mehr herstellen. Kann ich jetzt noch ein bisschen was herstellen? Nein. Mist. Oh, was haben wir hier denn? Warum? Ach, hier ist... Oh. Da ist mir jetzt ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen. Dass diese fetten Spinnen einem aber auch direkt über die Dings laufen müssen. Über die Gasmaske. Ist ja widerlich. Schwererschaft nehmen wir. Nachtsichtzieloptik. Nehmen wir erstmal das Reflexvisier. Und ich drücke immer noch Escape, um aus dem Baumenü rauszukommen. Das ist, nein. Genau, die möchte ich. Ich erwarte, dass hier gleich irgendwo einer auftaucht und versucht, mich zu erschrecken. Nicht? Kann ich nicht kaputt machen. Gut. Dann können wir hier auch schon wieder raus und... Oben aufs Dach komme ich nicht, oder? Was? Ist das Ding laut. Oh, Scheiße. Ich glaube, die sollte ich nur verwenden, wenn es gar nicht anders geht. Die ist dafür einfach zu laut. Los, schnell rein da. Thank you.
zu Krieger machen. Trotzdem mir alles nicht gefällt. Ich jetzt kämpfen und Ruhm haben will. Sind das alles Gegner? Bitte sag mir, dass das keine Gegner sind. Ich speichere mal kurz. Das sind ja noch mehr. Er ist Mörser. Seltsamer Mörser. Mörser nicht kennen. Ganz und gar nicht. Neuer Mörser. Schlechte Neuigkeit. Alter Mörser. Auch schlechte Neuigkeit. Ganz schlecht. Alle Mörser. Ganz schlechte Neuigkeit. Ganz schlecht. Okay, scheinbar sind das keine Gegner, sondern... sondern einfach nur Sklaven. Alles klar. Dann gucken wir mal. Irgendwo hier müssen dann ja auch die komischen Meistertypen rumrennen. Okay, war vielleicht... nicht so gut. Nur 58, ist der das? Der hat jetzt gerade gespeichert. Eigentlich müsste der das sein. Ich mach mal. Ja, das ist der Richtige. So, jetzt gucken wir mal, ob wir mit dem reden können. Warum du, Mörser? Ah. Ich dich nicht kenne, gar nicht. Du kommst nach uns zu sehen, ja? Ja. Kommst von Baron, vom Turm, ja? Ja. Mir vergibt, Mörser, ich dummer Sklave. Ich nichts weiß, gar nichts, nichts. Meister da oben, ja. Meister alles weiß, ja. Dann gehe ich doch mal zu deinem Meister und red mal mit dem. Mal gucken, was der so zu sagen hat. Alles mitgenommen. Vielleicht Meister meine gute Arbeit bemerkt und mich auch kämpfen lässt. Bitte, heilige Flamme, mach das so. Irgendwie glaube ich ja, dass diese heilige Flamme wieder irgendwelche komischen Fanatiker sind. Ich meine, wir hatten jetzt diese... Silantiten. Oh, hallo, Kudai, die heilige Flamme. Und jetzt haben wir Flammentypen. Du Meister Großmacht, fast wie du selbst. Du Meister gibst Kraft, deinen Sklaven vor Feinden zu schützen. Ja, scheinbar ist das hier sehr komisch. Tagebuch des Mats. Oh. Ja, lese ich alle wann anders oder ihr könnt sie jetzt lesen. Ich würde sie eigentlich gern alle auf einmal lesen, aber ihr seht schon, mir fehlen jetzt schon ein paar Bücher. Ich gucke mal, dass ich irgendwie alle Notizen finde und dann würde ich alle in der letzten Folge vorlesen. Falls das recht für euch ist. Wenn nicht, dann lese ich die halt zwischendurch mal schnell vor. Warum du hier? Was hier machten? Wer dich gelassen? Meister dich nicht erwartet. Du gehen! Nö, ich gehe nicht. Du nicht dürfen. Heilige Flamme bestraft wird. Mich wird keiner bestrafen. Ich gehe jetzt. Heilige Flamme. Ich
Flamme kämpfen. Weißt du nicht, lehren wird, ja! Dein Meister wird nicht mehr lange dein Meister sein. Zumindest nicht, wenn es ein böser Meister ist. Wobei er hält sich Menschen als Sklaven, also von daher kann er nicht gut sein. Du verdammtes Fischstück! Ich nichts getan! Gar nichts! Ich schwöre bei heilige Flamme! Ja. Ah, verschissenes Fischstück! Meister, aufhören, schlagen! Den ganzen Tag arbeiten und ein anderer Sklaventräger werden. Ich war nur eine Minute weg. Was ist denn los? Hat der Sklave gestohlen oder was? Nee, Toljan hat sich nur ordentlich mit. Das war ja super. Ach, sag bloß. Hat ja wunderbar funktioniert. Ich hab mich gar nicht versteckt. Gut, wenn er sich ergibt, brauchen wir ja auch nicht weiter zu schießen. Wir sammeln jetzt noch schnell alles ein. Ich hab nicht vor, für irgendwelche Bonzen zu sterben. Zur Hölle mit denen! Ja. Komm, ich schlag dich nur K.O. Das hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Ich dachte eigentlich, wir könnten hier mal wieder Sneaky rein, was bei mir super funktioniert, wenn ich das mache. So, was haben wir denn da oben? Da oben haben wir scheinbar nichts. Ich kletter trotzdem hier hoch. Bisschen Heilung einwerfen. So, doch, hier oben ist einfach gar nichts. Brief des Anführers. Okay. Oh, hier finde ich schöne neue Add-ons. Ach komm. Ich muss die Tagebücher eigentlich hier vorlesen. So. Das macht alles andere sonst keinen Sinn. Tagebuch des Marts. Bevor wir losfuhren, sagte er mir, pass auf Container Nummer 406 auf. Das ist eine Sonderlieferung für du weißt schon wen. Für den bürgst du mit deinem Leben. Mit meinem Leben? Was zum Teufel soll ich denn jetzt machen? Letzte Nacht sind alle Funkverbindungen abgerissen. Das Wetter kippte. Der Nordwind war so heftig, dass ich mir fast in die Hosen machte. In meinem ganzen Leben habe ich noch keine so großen Wellen in dieser Pfütze gesehen. Das Schiff rollte so sehr, dass einige der Container einschließlich Nummer 406 sich lösten und von Bord fielen. Zwei von der Besatzung wurden auch mitgerissen. Und das soll jetzt meine Schuld sein? Hätte ich die Container etwa mit bloßen Händen festhalten sollen? Ich habe die Koordinaten aufgeschrieben, mehr konnte ich nicht tun. Wenn denen ihre Ladung so wichtig ist, dann sollen sie sie doch vom Meeresboden angeln. Brief des Anführers. Mit diesem Brief erkläre ich, Arsen Mustafin, dir, dem Gauner, der sich selbst Baron nennt, dass ich der Anführer meines Volkes bin und kein lausiger Verräter, der von dir eingesetzt wurde.
Im Namen des gesamten Volkes der Freien Schlucht sage ich dir jetzt, dass wir keine Angst mehr vor dir haben und wir uns auch nicht deinen Banditen unterwerfen werden. Wir haben genug von euch. Wir werden nicht mehr hinnehmen, wie Vieh eingepfercht zu werden und unsere Kinder und Frauen versklaven zu lassen. Das dulden wir nicht mehr. Wir werden zu den Waffen greifen, deine Hunde verjagen und euch alle umbringen. Jetzt solltest du Angst vor uns haben. Denn wir stehen für die Freiheit ein. Falls nötig, werden wir alle für die Freiheit sterben. Und eure heilige Flamme brauchen wir auch nicht. Verschwindet aus unserer Heimat, denn wir sind auch niemals in eure eingedrungen. Arsen Mustafin, Präsident aller freien Menschen der freien Schlucht. Ich lese die jetzt gerade einfach schnell alle vor. So. Brief an einen Sohn. Junge, du hast nach diesem Gyul-Weib gefragt, was ich über ihren Aufenthaltsort und ihre Herkunft weiß. Ich habe keine Ahnung, warum dich das interessiert. Aber dazu kann ich einiges sagen. Anfangs hatte die Einheimischen sich gegen uns zur Wehr gesetzt. Das war schon fast ein Aufstand. Das führte aber zu nichts, denn der Baron wusste schon damals, dass immer derjenige mit den meisten Waffen der Boss ist. Daher hatte er für genug Waffen gesorgt. Später brachte er als stärkster alle anderen Bandenanführer dazu, sich ihm zu unterwerfen, so dass niemand auch nur daran dachte, sich gegen ihn zu stellen. Sie leisteten keinen Widerstand, da sie sich hätten zusammenschließen müssen, um eine Chance zu haben. Außerdem waren sie zu sehr damit beschäftigt, sich gegenseitig zu bekämpfen. Die Einheimischen hatten keine Autos und verkrochen sich in ihren Löchern. Sie hofften, dass er einfach irgendwann wieder verschwinden würde. Tat er aber nicht. Stattdessen machte er Nägel mit Köpfen. Dann kamen sie raus, aber sie waren zu wenige und es war zu spät. Wir fertigten sie mit Leichtigkeit ab. Anschließend probierten sie es mit Guerillataktiken, bereiteten uns jahrelang Probleme. Wenn zum Beispiel ein paar Jungs auf Patrouille gingen, schossen sie, sobald ihre Wagen zu sehen waren. Sobald wir ihnen zu Hilfe eilten, brannten die Autos schon und die Jungs waren tot. Wie? Wer? Wo war ihre Basis? Sehr schwierig, das herauszufinden. Viele versteckten sich in den Bergen, jene, die auf dem Gebiet des Barons blieben, erzählten Geschichten und sangen Lieder von den Freien, brachten ihnen Lebensmittel. Verzeihung. Damals hörte ich zum ersten Mal von diesem Mischstück namens Gyul. Gyul, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Sie war damals noch ein kleiner Fisch, aber bereits völlig erbarmungslos. Eine eiskalte Mörderin, sie ließ niemanden lebendig zurück. Die Sklaven waren natürlich begeistert von ihr. Ach, sie ist zwar ein Mädchen, aber sie metzelt die Feinde nieder wie nichts. Also begannen sie auch von ihr Geschichten zu erzählen. Naja, der Baron ist aber nicht auf den Kopf gefallen und wusste, wie man damit umgeht. Wir fingen an, Geiseln zu nehmen, exekutierten 10 Sklaven für einen Toten auf unserer Seite. Ach, dieses Dorf unterstützt die Rebellen? Brennt es nieder. Ein Einheimischer weiß etwas über die Rebellen. Er darf erst sterben, wenn er uns alles gesagt hat. Du verstehst schon, was ich meine. Schon bald mieden die Sklaven sie wie die Pest. Jemand sieht einen Sklaven mit einem Verdächtigen sprechen, die ganze Familie des Sklaven wird abgestochen. Ein Sklave erzählt seinem Meister, dass er eine verdächtige Person gesehen hat. Gute Arbeit, Junge. Ab sofort bekommst du die dreifache Ration und den Dank des Barons. Die Sklaven verrieten uns die Mistkerle scharenweise. Dann machten wir sogar noch mehr Druck. Und innerhalb weniger Jahre waren sie nicht mehr als eine Erinnerung. Waren sie nichts mehr als eine Erinnerung. So. Diese Gyul könnte also ganz gut die letzte sein. Sobald der Baron sie erwischt, wird er für die Jungs die größte Party der Welt schmeißen. Da kannst du sicher sein. Komm nur nicht auf die Idee zu behaupten, sie sei eine Hexe, die sich mit ihrer Magie vor uns versteckt. Der Baron hat für solche Bemerkungen nichts übrig. Ich habe ihn einmal gesehen, wie er einen Idioten Verstand einprügelte, der solche Scheiße verbreitete. Dabei sagte er, ihr Inkompetenten, ja, seid es, die zu blöd sind, sie zu fangen, und deshalb verbreitet ihr schon dieses Sklavenmärchen. Er hat den Mistkerl zu Tode geprügelt, er hat bekommen, was er verdient hat.
Das ist alles, was ich weiß. Wir haben versucht herauszufinden, wo sie geboren wurde und wer ihre Eltern waren, aber erfolglos. Mama schickt dir ein paar selbstgemachte Leckereien. Bitte teile sie wie üblich mit den Jungs. Bestelle dem Baron meinen tiefsten Respekt und meinen Dank und grüß alle Jungs, die sich noch an mich erinnern können. Oh Gott, hier sind noch so ein paar. Wie viel haben wir hier? Nicht viel. Memo. Geht auch schnell. Letzte Befehle. Dauert ein bisschen länger. Machen wir wann anders. So, letzte Befehle. 12. Januar 2008. Nein, Memo. 12. Januar 2018. Nur keine Panik verbreiten. Oberst Markovs Abschiedsbrief muss unter Verschluss bleiben. Ich stufe ihn als streng geheim ein. Niemand außer uns dreien darf von seinen letzten Befehlen wissen. Diese sind ohnehin null und nichtig, da Oberst Markov sich selbst getötet hat, um sich der Verantwortung zur Ausführung dieser Befehle zu entziehen. Anweisung 01 muss streng befolgt werden. Die Funkstille muss eingehalten werden. Der Krieg ist noch nicht zu Ende. Und wir sind Soldaten. Selbst wenn wir diese verräterischen Befehle ausführen wollten, hätten wir nicht genug Männer und Transportmöglichkeiten, um diese Reise über 1000 Kilometer zu bewältigen. Oberstleutnant R.V. Novikov, ehemaliger Kommandant der Satellitenkommunikationszentrale Kaspian 1. Gut, die anderen lese ich also erst vor, wenn wir tatsächlich dann in Kaspian 1 sind. Oh, Nase juckt schon wieder. Jetzt gerade noch hier hoch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch irgendwo einer ist, mit dem ich mich gleich anlegen muss. Oh, was haben wir hier? Oh, eine Verbesserung, geil. Ich liebe Verbesserungen. Da geht's hoch. Erstmal hier draußen umschauen. Hier hinten ist schon nichts mehr. Doch, hier ist noch was. Oh. Meine Nase. Mann. Ob da oben auf dem Turm noch irgendwer ist? Ich bezweifle es ja irgendwie. Aber... Hier geht's hoch, genau. Kein Big Boss hier. Kein Big Boss hier. Achso, ich kann mich hier... Aber hier ist kein Big Boss. Okay. Das ist jetzt irgendwie... Ich habe erwartet, dass hier oben noch irgendeiner rumgurkt. Dann eben nicht. Soll mir auch recht sein. Hallo, ich will da durchgucken. Lass mich gucken. Hier gibt es aber eigentlich nichts zu gucken. So, gehen wir nochmal schnell hier dran, gucken, was wir noch gerade machen können. Oh ja, Magazin, definitiv, das brauchen wir. Was haben wir denn hier? Bewegungsmelder? Okay. Ich mag den mal ausprobieren.
Habe ich bisher noch nie benutzt, diesen Bewegungsmelder. Können wir wieder Munition machen? Wie viel kann ich? Gut, das war's schon. Für die haben wir 180. Oh Gott. Ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. So, jetzt genießen wir noch schnell die Aussicht hier draußen. Halt. So. Die Aussicht von hier oben. Ich greife mir nochmal das... Halt. Von da sind wir gekommen. Ach, da ist der Leuchtturm. Das Fernglas. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich damit zoomen konnte. Ich habe keine Ahnung. Gut. So. Jetzt machen wir ein Folgenpäuschen. Ich danke fürs Zuschauen und dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.